Okay, woran denkst du, wenn du an DSP und Soundtuning im Auto denkst? Du denkst wahrscheinlich an die Aktivweichen und den Lautsprechern, ihren Anteil des Signals richtig zukommen zu lassen. Du denkst ans Time Delay, an die Laufzeitkorrektur, um die Asymmetrie im Fahrzeug auszugleichen, die unterschiedlichen Abstände, linker Lautsprecher, rechter Lautsprecher. Du denkst ans Equalizing, um den Frequenzgang zu glätten, um Fehler im Frequenzgang rauszubügeln. Aber denkst du auch an die Phase? Die Phase wird oft sträflich vernachlässigt. Mein Name ist Frank Niketta. Ich bin CTO Elektronik und DSP bei der Firma Gladden Mosconi. Und ich möchte das Thema Phase mal auf das Thema Phase mal eingehen. Die Phase ist enorm wichtig. Ich behaupte, sie ist das Wichtigste überhaupt beim Soundtuning des Fahrzeugs. Alles, Frequenzgang, Ortung, Bühne, Pegel, stehen und fallen mit der richtigen Einstellung der Phase. Warum das so ist, will ich euch hier kurz erklären. Ganz kurz ein ganz kleines bisschen graue Theorie. Was ist überhaupt die Phase? Wovon sprechen wir? Also jede Schwingung im Signal benötigt eine gewisse Zeit. Besteht immer aus einer positiven, einer negativen Halbwelle und diese komplette Schwingung benötigt eine bestimmte Zeit, abhängig von der Frequenz. So, zurückgeführt auf die Kreisbahn, von der ein Sinus abgeleitet ist, können wir jede Zeit innerhalb dieser Schwingung einem Winkel auf der Kreisbahn zuordnen. Die ganze Schwingung, die komplette Schwingung von vorne bis hinten entspricht also 360 Grad, was bei jetzt einem Kilohertz Ton genau einer Millisekunde entspricht. So, und jeden Bruchteil dieser Millisekunde können wir einem Phasenwinkel zuordnen. So entspricht zum Beispiel ein Zeitversatz von 0,25 Millisekunden einem Phasenwinkel von 90 Grad bei der Frequenz von einem Kilohertz. Bei 2 Kilohertz ist die komplette Periodendauer, also die 360 Grad, nur noch 0,5 Millisekunden lang. Und damit entspricht der Zeitversatz von 0,25 Millisekunden einem Phasenwinkel von 180 Grad. Die Phase ist also nichts anderes als eine Zeitverschiebung des Signals bezogen auf die Frequenz. Ja, das war es auch schon an grauer Theorie. Betrachten wir eine Zuhörerin in einem Konzert. Auch mit geschlossenen Augen kann sie jedes Instrument sehr präzise orten in der Position. Das nennen wir Lokalisation. Und wie ist das möglich? Die Zuhörerin hat zwei Ohren und der Schall eines Instruments ist durch die unterschiedliche Strecke zu den beiden Ohren unterschiedlich lange unterwegs. Wir haben hier die Zeit dargestellt als Pfeil und die Zeitdifferenz vom linken Ohr zum rechten Ohr als Delta T. Und anhand dieser Zeitdifferenz vom linken Ohr zum rechten Ohr kann die Zuhörerin mit geschlossenen Augen erkennen, an welcher Position sich das Instrument befindet. In Versuchen fand man heraus, dass diese Zeitdifferenz, dass das Ohr, unser Gehör, diese Zeitdifferenz auf 0,01 Millisekunden genau auflösen kann. Und wenn wir das umrechnen, dann können wir, wenn das hier der Mittelpunkt der Kreisbahn ist, dann kann das Instrument, wenn es nur 3 Grad verschoben wird, kann die Zuhörerin das orten. So genau funktioniert unser Ohr. Jetzt ist es aber in der Praxis, in der Wirklichkeit so, dass unser Gehör, die dazugehörigen Nerven und das Gehirn
viel, viel zu langsam und viel, viel zu träge sind, um diese 0,01 Millisekunden Zeitdifferenz aufzulösen. Warum das trotzdem funktioniert, da bedient sich die Natur eines Tricks. Unser Gehör wertet nicht die Zeitdifferenz aus, unser Gehör wertet die Phasendifferenz aus, die durch diesen Zeitversatz entsteht. Und diese 0,01 Millisekunden, die unser Gehör auflösen kann, entsprechen dabei einer Phasendifferenz von 3,6 Grad. In Wirklichkeit kann unser Gehör also 3,6 Grad Phasenwinkel auflösen und nicht 0,01 Millisekunden Zeitversatz. Das funktioniert bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich gut. Gehen wir von einem Zeitversatz von 0,2 Millisekunden aus, was eigentlich für so eine Hörsituation relativ typisch ist, dann bedeutet das, bei 1 kHz haben wir eine Phasendifferenz von 72 Grad. Das kann unser Gehör sehr, sehr gut auflösen. Bei 4 kHz haben wir 288 Grad. Bei 5 kHz 360 Grad. Das heißt, je höher die Frequenz wird, dann kommen wir in einen Bereich der Periodizität. Dann kann unser Gehör nicht mehr unterscheiden, höre ich den Phasenversatz, linkes Ohr, rechtes Ohr, oder höre ich schon erste Welle und darauf folgende Welle. Da kommt das Ohr langsam an die Grenzen und ist verwirrt, das kann es so nicht auflösen. Zu tiefen Frequenzen hin verursacht der gleiche Zeitversatz einen entsprechend kleinen Phasenwinkel zwischen linkem Ohr und rechtem Ohr, wodurch es immer schwerer wird für das Ohr, das aufzulösen. Wir erinnern uns, unter perfekten Bedingungen 3,6 Grad können aufgelöst werden. Bei 200 Hertz haben wir gerade nochmal 14 Grad Phasenwinkel. Da wird es langsam schwierig mit dem Ortungshören. Bei hohen Frequenzen gibt es noch eine zweite Möglichkeit für unser Gehör. Hohe Frequenzen werden durch den Kopf, durch die Kopfgeometrie abgeschattet. Das heißt, es entsteht auch neben dem Phasenversatz eine Pegeldifferenz zwischen den beiden Ohren. Das dient zusätzlich zur Bestimmung der Schallquellenrichtung. Das Problem, was wir im Auto haben, dieser Pegelunterschied zwischen linkem und rechtem Ohr wird durch die Scheibenreflexion der Seitenscheibe teilweise aufgelöst oder komplett aufgelöst. Da sind wir beim Thema binaurale Addition, was wir dann später mal behandeln, wie wichtig das ist. Bei tiefen Frequenzen haben wir diese Abschattung nicht. Die tieffrequenten Schallwellen biegen sich förmlich um den Kopf herum, sodass wir durch die Abschattung des Kopfes keine Pegeldifferenz zwischen linkem und rechtem Ohr haben. Und in Verbindung mit dem geringen Phasenwinkel zwischen den beiden Ohren ist eine Lokalisation nicht mehr möglich. Das ist der Grund, warum wir einen Subwoofer im Fahrzeug, wenn er richtig eingestellt ist, nicht orten können. Das Fazit des Ganzen: bei der Stereophonie sollen ja beide Ohren im Prinzip von den beiden Lautsprechern genau das hören, wie sie auch im Original im Konzertsaal hören, weil dann entsteht in unserem Kopf, in unserem Gehör das identische Bild wie im Konzertsaal. Die Geige in diesem Fall hier ist genau an der Position zu orten, wie es im Original bei der Originalaufnahme gewesen ist. Das kann nur gelingen, wenn neben Laufzeit auch die Phase hundertprozentig stimmt. Eine kleine Phasendifferenz
Wir erinnern uns, 3,6 Grad werden schon wahrgenommen vom Gehör zwischen rechts und links. Eine kleine Phasendifferenz bringt dieses Ganze schon durcheinander. Und die präzise Ortung, die Bühnenabbildung funktioniert nicht mehr. Das war der Teil 1 zum Thema, der Einfluss der Phase auf Ortung und Bühnenabbildung. Im nächsten Teil geht es dann darum, um den Einfluss der Phase auf Frequenzgang und Pegel. Und im dritten Teil, wie einfach das Ganze zu handeln ist, wenn ihr ein DSP mit einer effektiven Phasenkontrolle habt, wie ein Mosconi DSP mit Phase C, die Berechnungen im Hintergrund dafür automatisch für euch erledigt. Stay tuned! Abonniert diesen Kanal, damit ihr keinen Teil verpasst, und bis demnächst.